Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast bei uns, passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Fußball zu Hause, das steht den Gießenern richtig gut. Diese Saison, egal ob in Pokal oder Liga, noch kein Spiel verloren. Und heute geht es im Viertelfinale des Hessen-Pokals gegen den nächsten Regionalligisten, gegen den FSV Frankfurt. Eine sehr vielversprechende Partie, auch für Schiedsrichter Dennis Meinhardt, der heute sicherlich einiges zu tun bekommen wird. Die Stimmung von den 3.726 Zuschauern auf jeden Fall grandios. Der FSV in den schwarz-blauen Trikots, Gießen in den weißen und gleich mit der ersten Chance nach einem Freistoß. Und schon zu Beginn versuchen beide Mannschaften ihren Stempel aufzudrücken auf die Partie. Aggressive Spielweise und viele Fouls und Rudelbildung. Wie in dieser Situation, die gelbe Karte für Kevin Nennhuber, geht wirklich in Ordnung. Der Schiedsrichter hat ordentlich was zu tun, um die Spieler im Zaum zu halten. Die Stimmung von der Seite umso besser. Und den Schwung, den nahm Gießen deutlich besser mit. Freistoß, Chechen! Und das 1:0 schon in der 18. Minute. Schöner Freistoß von Timo Chechen. Die Frage, ob da noch ein Gießener dran ist, kann mit Nein beantwortet werden. Vielleicht auch deswegen Marco Aulbach im Kasten der Frankfurter irritiert. Der Ball auf jeden Fall im Tor und Gießen kann sich feiern. Doch die Gäste von Trainer Alexander Konrad lassen sich das nicht lange gefallen. Toller Pass auf Marco Koch. Der Ausgleich folgt nur 7 Minuten später. Der FSV hat sich zurückgekämpft. Schon ein leicht genervter Gesichtsausdruck beim Torschützen, der das hier souverän macht und Steven Jäckel im Tor kaum eine Chance lässt. Jetzt haben sie Blut geleckt. Schick mit der Chance. Der Torwart muss nicht mehr eingreifen. Aber Frankfurt jetzt auch wieder im Spiel. Aber Gießen spielt einfach einen mordsmäßig brillanten Fußball. Barbaros Kujicu! Abgefälscht, senkt sich der Ball ins Tor. Keine Chance für Marco Aulbach. Und was war das für ein toller Spielzug. Der Abschluss von Kuljuncu. Dann glücklich abgefälscht. Aber der Tabellenerste der Hessenliga macht einfach ein richtig gutes Spiel. Nächste strittige Szene. Es gibt 11 Meter nach einem Handspiel für den FSV. Das ist soweit korrekt. Aber dann wieder eine Rudelbildung. Meinhardt hat ordentlich zu tun heute. Aber er greift durch. Gelb für Schick und für den Stürmer Müller. Elfmeter dann ausgeführt von Notnagel an den Pfosten. Und das nächste Foul und die nächste gelbe Karte. In diesem Fall für Andrej Markovic. Auch die geht in Ordnung. Gießen hat Glück und kann die Führung mit in die Pause nehmen. Halbzeit 2, gleich wieder turbulent. Schöner Freistoß und Müller fast mit dem 3:1. Doch die Mannschaft von Daniel Schiemen, sie macht weiter Druck. Das ist Mekai. Bleibt erst hängen, dann im Zusammenspiel mit Soyuncu und Chechen. Toller Ball von Chechen. Soyuncu, aber kein Abnehmer in der Mitte. Wir sind schon in der 89. Minute und jetzt eine richtig brisante Szene. Schiedsrichter Meinhardt ist gezwungen, die rote Karte für Tyminski zu verteilen. Auch das geht vollkommen in Ordnung. Wir schauen nochmal rein. Er tritt dreimal gegen den eingewechselten Michel ein. Das gefällt den Zuschauern nicht. Und die rote Karte absolut verdient. Eine Chance gibt es noch für die Frankfurter auszugleichen. Aber auch der Freistoß nicht weiter gefährlich. Der FC Gießen gewinnt gegen den FSV Frankfurt mit 2:1 und kann sich richtig feiern. Auch nach dem Abpfiff die Stimmung natürlich grandios. Sie feiern mit den Fans. Und für einen war diese Partie heute ganz besonders, nämlich für Cem Kara. Der hat mal in Frankfurt gespielt und wir haben ihn uns zum Interview geholt. Ja, eigentlich ein gutes Gefühl.
Wir haben uns tierisch gefreut. Es hat einfach Spaß gemacht, das hat man gesehen vor den vielen Zuschauern von uns. Es ist einfach riesig, macht riesen Spaß. Die Jungs haben sich drauf gefreut. Ja, und das mit einem Sieg natürlich am besten. Jetzt kann er erstmal ordentlich mit seiner Mannschaft und natürlich den Fans feiern, die heute grandios für Stimmung gesorgt haben. Auch dafür bedanken sie sich hier. Und sie freuen sich wahrscheinlich auch aufs nächste Pokalspiel gegen Baunatal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei. Dein Mietwagen zum Discounterpreis.